starten wir. Als ob du das auch gemacht hast. Hey, das ist das. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir wollen heute den einzig wahren Mojito rausfinden. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt. Wir machen eine Mojito-Verkostung von fertigen und dann wollen wir selber noch den einzig wahren anrühren, anmischen, was weiß ich. Ja, und halt ein bisschen so vergleichen. Das erste ist ja Standard vom Standard. Captain Morgan, fertiger Mojito. So, und was haben wir hier? Safe stehen da einfach keine Zutaten drauf. Ins Auge. Ja, also die Farbe sieht eigentlich ganz voll nett schön aus. So einladend. Ich würde mal sagen, wir testen mal den Geruch. Standard. Total. Riecht auch jetzt nicht zu aufdringlich oder sowas. Absolut nicht. Okay, ja. Sollen wir jetzt hier jedes Mal anstoßen? Klar. Prost. Es ist sehr süß, finde ich. Oh ja. Übel also, süß. Übel. Es fehlt so dieses Limetten, dieses ein bisschen so säuerliche oder so. Ne? Ich finde es von der Limette, genau. Ja, zu süß. Man schmeckt die Minze auf jeden Fall, so im Nachgang, finde ich. Und die Limette halt so am Anfang, aber das, also da fehlt mir, glaube ich, ein bisschen Limette. Ja. Und wegen dem, also der Rum, das muss ich sagen, der kommt nicht zu stark durch, so. Also grundsätzlich. Ach, ich finde, man schmeckt generell wenig, weil es einfach so süß ist, dass das Süße so krass vorschmeckt. 6 von 10. Echt so wenig? Ich hätte 7 von 10 gesagt. Ja, wir können ja auch unabhängig voneinander eine Bewertung ab. Gut, ja. Ich sag 7 von 10. Ja, ich würde sagen 6 von 10. Also es ist mir wirklich zu süß. Wir haben auch einen alkoholfreien Mojito dabei. Ja, den hat, also ich habe auch nicht schlecht geguckt. Das stand in der Abteilung von der Brause und sowas. Es kann natürlich aber sein, dass es halt jetzt gar nicht nach Mojito schmeckt, ne? Ja, kann sein. Machen wir einen Geruchstest. Aber die Farbe ist eigentlich also ein bisschen heller als das andere. Das riecht nach Limette. Viel mehr als der andere. Aber ich glaube, da ist gar keine Limette dran. Aber das riecht, das riechst du das nicht? Das riecht total nach Limette. Man sieht hier so Schwebstoffe und sowas, aber da stand auch da Fruchtfleisch und sowas. Ich würde sagen, da soll keine Limette dran sein. Oha. Oh, der schmeckt richtig geil. Ja. Alter, der schmeckt aber nicht so süß wie der andere. Das ist der Punkt, ja. Das ist richtig erfrischend. Aber man schmeckt, dass es Zitrone ist und nicht Limette. Echt? Ich finde schon. Geht voll. Finde ich jetzt find ich ganz gut. Es gibt bei Norma, gibt so eine, ist das Norma? Immer Werbung machen. Ich glaube, bei Norma gibt es von der Eigenmarke so eine Zitrone-Limetten-Brause. Die schmeckt ungefähr genauso. Wirklich, das, die gibt so eine 05er Flasche, das ist so eine richtig billige Brause, die echt lecker ist. Aber ich finde, es schmeckt genauso. Also ich würde jetzt 7 von 10, glaube ich, geben. Obwohl, wenn wir, also vom Geschmack her ist es eine 7 von 10, aber ein Mojito ist nicht so ganz getroffen. Nee, es schmeckt halt nach Limonade, finde ich auch. Ich glaube, ich würde diesmal eine 6 von 10 geben. Ja, ich wahrscheinlich auch, aber vom, wenn es rein um den Geschmack geht, wenn man es bewertet, das ist ein tolles Getränk. Ja, es ist ja ein tolles total Getränk. Ja, ja, schmeckt gut. Ja, jetzt haben wir hier schon wieder eine Sonderform des Mojito, weil das ist ein Himbeer-Mojito. Die Auswahl war tatsächlich echt gering. Ich war in einem Kaufland und in einem Edeka und ich habe echt nicht so viele fertige Mojitos gefunden. Also ich dachte echt, es gibt mehr so. Keine Ahnung. Jo. Steht wahrscheinlich auch wieder nichts drauf. An irgendwas erinnert mich der Geruch. Ich finde, es sieht sehr künstlich aus, muss ich sagen. Riecht auf jeden Fall nicht nach Mojito. Und nicht nach Limette und nicht nach Minze. Das riecht nach, was ist das? Riecht nach Parfüm. Bisschen nach Gülle. Der ist so schlimm auch nicht. Aber okay, wir kosten. Ja. Wow, schmeckt nach Bacardi. Also nach mehr Bacardi als, ich schmecke weder Minze noch Limette. Ein Hauch von Limette, aber auf gar keinen Fall Himbeere oder nee, so ein Scheiß. Das ist nur die Farbe. Ja. Die Bewertung fällt mir gerade sehr schwer. Ich finde ihn gar nicht so geil. Ich würde eine 5 von 10 wahrscheinlich geben. Finde ich Bacardi pur besser. Ja, ich gebe eine 4 von 10. Ich finde ihn gar nicht geil. Ich finde die Farbe hübsch, auch wenn es wieder, wenn man das war's auch als Mojito bewertet, darf der nicht rosa oder sollte er nicht rosa sein. So. Und sollte ein bisschen nach Mojito schmecken, selbst wenn Himbeere drin ist oder so.
Es sollte auch nach Himbeere schmecken, wenn da Himbeere dran ist. So. Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt ein Mojito-Bier, ne? Okay, interessant. Habe ich auch noch nie gesehen. Also, wie gesagt, es war schwer, was zu finden. Ja, das kenne ich. Alter, das kenne ich. Und es gibt scheinbar auch als Mojito. Also wir trinken jetzt Mojito-Bier aus Sektgläsern. Jo, erinnert mich halt an Bier einfach. An Bier. Ja, es schmeckt halt so an nach Desperados. Desperados. Es schmeckt absolut nicht nach Mojito. Absolut nicht. Man merkt halt, es ist Bier mit einem mit was dazu, so. Ne? Wie so ein... Ja, so wie Bier Mixery, oder irgendwas. Ja, genau. Irgendwie so, aber... Ich glaube, unsere Geschmacksnerven sind einfach schon tot. So. Das ist aber mal eine gelungene Abwechslung zwischen diesem ganzen Quietsch-Süßen, auch wenn es auch süß ist, aber geht dieser, also ich mag den Biergeschmack grundsätzlich so und das ist hier fliegt eine Fliege. Ich denke, es ist eine ziemlich gute 7 von 10 bei mir. Oha, das ist echt hoch. Jo. Siehst du die Fliege? Ich mag Desperados und das ist halt, schmeckt eigentlich fast genau. Ja, wie das normale, ne? Jo, genau. Mit ein bisschen Minze oder so. Vielleicht noch mit mehr Süße. Alter. Töte sie. Ich krieg die nicht. Mein Gott, hab ich sie? Nee. Also, wenn ich dem jetzt eine 7 von 10 gebe, dann ist es besser als alle Mojitos, die wir vorher getrunken haben. Und das ist irgendwie... Ich habe vorhin eine 7 von 10 schon gegeben. Für das, was es ist, ist es auf jeden Fall eine 8 von 10. Aber im Mojito-Vergleich, da ist kaum Mojito dran, wird es wahrscheinlich so... Okay, gut. Ja, stimmt. Als Mojito würde ich das gar nicht durchgehen. Mit 5 von 10 oder sowas. Okay, warte. Als Mojito muss ich auch nochmal neu abstimmen hier. Dann... Es schmeckt absolut nicht nach Mojito, finde ich. Dann wäre es im Mojito... Jetzt wäre es eine 4 von 10, weil... Schmeckt halt einfach nicht danach. Der Klassiker unter den günstigen Produkten, der Nordhäuser Nordbrand Mojito. Und ja, das kommt aus Thüringen. Was? Nordhausen ist doch in Thüringen, ich schwöre. Die Farbgebung kann man jetzt hier schon ganz gut sehen. Sieht halt sehr künstlich aus, ne? Aber sieht schön aus. Ich mag das mit dem Grün. Die kann ich selbstständig öffnen. Man glaubt es kaum. Man glaubt es kaum. Es ist nicht quietschsüß. Nee, aber irgendwas ist komisch. Irgendwas stört mich. Irgendwas. Und zwar ist das Herbe von der Limette zu doll? Weil ich finde, man schmeckt das schon. Dass, also ziemlich. Ich glaube, schmeckt man zu sehr, die Limette. Das riecht nach Waldmeister. Ja, das meine ich. Nach Waldmeister und die Limette ist übel im Vordergrund. Ja, was hat der Waldmeister da zu suchen? So? Mir schmeckt es nicht so gut, aber für ein Mojito würde ich, glaube ich, also eine 5 oder 6 von... Oh mein Gott! Ew, wo kommt die her? Na, die liegt hier... Ich hoffe, man sieht die. Oh mein Gott. Das ist ein ziemlich lustiges Spinnenwebe. Jetzt sehr viel Eigenleben. Das ist halt eine Spinnwebe. Ja, aber eklig. Und mir die klebt jetzt an den Finger. Ich will die eigentlich loslassen und gucken, wo die hinfliegt. Fliegt nach oben. Die fliegt halt dahin, wo der Wind sie weht. So, weißt du, wenn jetzt sie so. Wie war jetzt? Ach so, du warst ja, genau, zwischen die, 5 die Bewertung. Und 6. Du kannst auch 5,5 sagen. Ja, ja, da sage ich 5,5. Ja, würde ich mitgehen. So, jetzt kommt eigentlich das Spannendste. Ich hole das erstmal. Ich geiere schon immer auf diese Cocktails. Die gibt es im Gefrierabteil. Die sind ultra teuer. Diese Packung hier hat 10 Euro gekostet, was ich eigentlich übel dumm finde. Aber es ist irgendwie, es spricht mich an. Ich weiß es nicht. So, wir gucken da jetzt erstmal rein und wir müssen gleich hier Vorarbeit leisten. Weil das Scheißding ist ja jetzt gefroren, ne? Seht ihr das? Hier ist ein gefrorener Mojito mit irgendwelchen... Das sieht gut aus, ey. Ja, schon ganz nett. Ach, auch ein Ostprodukt kommt aus Berlin. Ja, das ist ja nett, ne? So, wir müssen das jetzt 3 Minuten ins Wasserbad legen. Ich würde es da fast reinstellen gleich. Ins kochende Wasser? Nein, noch nicht ganz kochen. Ich safe platt hier. Aber nicht auf dem Boden. Also die darf ich den... nicht den Boden... Oh. Zu spät. Wo ist eigentlich Tim hingegangen?
Der ist durch die Tür gegangen. Komm. Wenn er das sehen kann. Darf ich nicht den Boden berühren? Na, der ist halt heiß. Du kannst es versuchen, aber wenn das da drin splittert, müssen wir den Wasserkocher wegschmeißen. 3 Minuten, ne? Halte ich nicht. Ich stelle die dann da rein. Ja, irgendwann kühlt es ja auch wieder ab. Und ist schon aufgetaucht. Oh, das sieht ein bisschen abartig da drin gerade aus. Hast du es gesehen? Da unten? Irgendwas löst sich da schon. Gut, ich stelle jetzt hier rein, ne? Ich kann das nochmal kurz aufkochen, damit es hier drin mal wärmer wird. Warte, ich kann ja mal fühlen. Dann bleibt dann da drin stehen. Alter, das dampft. Du willst, als ob du das fühlen willst. Oh mein Gott, das ist warm genug. Ja. Das ist vollkommen warm genug. Das dauert wahrscheinlich einfach noch. Alter, eine Ewigkeit später. Die Farbe ist schon mal nett, aber sehr wenig grün. Aber das steht auch dafür, dass keine Farbstoffe wahrscheinlich dran sind. Jo. Riecht auf jeden Fall nach Mojito. Oh ja, der Geruch ist gut. So. Alter, ist das sauer. Was? Nein, süß. Süß? Ja, mit Limettengeschmack auf jeden Fall, aber ich finde es echt süß auch. Nee, ich finde es wenig süß. Also die Süße ist nicht so krass wie bei diesen ersten. Nee, das nicht, aber ich finde es trotzdem süß. Es schmeckt schon gut. Ich finde es richtig gut. Ich würde sogar fast eine 9 von 10 geben. Oh. Ich weiß bloß nicht. Es könnte sein, also das, was zur 10 von 10 fehlt, wäre vielleicht die Kohlensäure. So. Oh ja, aufheben. Auf jeden Fall. Aber es ist schon eine nette Sache, ne? Ich finde es auch eine mit der besten, auf jeden Fall. Naja, okay, so. Jetzt machen wir den perfekten Mojito einfach selber. Ja. Müssen wir hier mal ganz kurz ein bisschen umbauen. Die hat so eine Meise, ey. Ja, aber erstmal. Ach nee, kann ich ja. Ah ja, das ist ja perfekt. So. Ist ja schon ordentlich. So. Scheiße, wie viel habe ich denn reingemacht? Na, wie oft hast du denn? 4, 6. Ach nee, 8. Ich mache einfach mal was dran. Klar, das ist doch cool. Und dann stecken wir da so Minzblätter oben ran, dass es schön aussieht. Okay. Alter, oh, das stinkt, Alter. Riech mal. Okay. So erschrocken, ey. 2. 4. Geil. 10. 12. Lass es einfach komplett versauen. Alter, hier ist gar kein Platz. So. Oh, gib mir so. Ich mach die so leicht geräusch, okay. Wenn wir das hier häckseln, wird das wie so ein grüner Smoothie, ne? Du weißt das schon, dass das dann wild aussieht. Weil hier sind die nämlich halt so nicht gehäckselt. Ja, weil die normalerweise tut man das ja auch rauspressen, damit der Saft rauskommt. Okay, ich habe jetzt hier so 16 Blätter. Ja, lass einfach häckseln, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dann warte, machen wir noch den einen. Das wird wie so ein Slush-Eis mit grünen Stücken. Ich glaube, die sind jetzt schon gehäckselt, oder? Ausreichend? Ja, das sieht übelst geil aus. Okay, jetzt. Guck mal, jetzt schwimmt das so oben. Also ich spiele da. Ja, Mann, übel. Hast du das schon? Ja. Ist halt einfach so Spinat, ne? Sollen wir noch Eiswürfel dann reintun oder reicht das so? Ja, das ist schlecht, ne? So essen. Na dann, gönn dir. Ja, als ob du Eiswürfel frisst. Was ist mit dir? Das ist vielleicht bricht dir ein Stück Zahn ab. Ja, sieht ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie Spinat, wie gesagt schon, ne? Und vom Geruch? Ich finde, es riecht sehr schwach. Sehr zart, ja, auf jeden Fall. Ja, riecht nett, aber
Okay. Okay. Ach so. Oh mein Gott, wir haben tausendmal nicht angestoßen. Tausendmal angestoßen. Oh, das ist scheiße. Okay, Prösterchen. Ey, schmeckt wieder was. Ach, schmeckt richtig gut, finde ich. Schmeckt sehr erfrischend. Ich finde, also der Rohrzucker hat sich abgesetzt unten. Ja, das stimmt. Mal umrühren. Ich finde es aber ganz gut, dass es nicht so quietschsüß ist. Es schmeckt ultra gesund, weil einfach so grüne Blätter drin rumschwimmen. Einfach so fürs Gefühl. Ja. Ja, grün. Es schmeckt wie ein richtig geiler, selbstgemachter Cocktail. So. So muss Mojito schmecken. Ja. Ja. So muss es halt auch irgendwie, das ist so, so Gartenparty, Sommerabend, so. Weißt du? Ist das geil? Ich finde es richtig gut. Ja. Auch wenn es ziemlich viel aussieht. Ich finde, das könnte tatsächlich noch ein bisschen süßer sein für meinen Geschmack jetzt. Man hätte erst ohne die Eiswürfel häckseln müssen, richtig lange, bis der Rohrzucker aufgelöst ist. Und dann die Eiswürfel. Sonst wären die richtig klein geworden. Oder man hätte viel mehr Eiswürfel reinmachen müssen, dass es wirklich wie so ein Slush-Eis geworden wäre. Aber es ist auf jeden Fall richtig geil, mit so einem Blender sowas zu machen. Also ich bin begeistert. Und wenn man halt in der Zubereitung das ein bisschen anders alles von der Reihenfolge gemacht hätte oder nicht alles sofort einfach zusammen, dann wäre auch die Süße vom Rohrzucker da, dann wäre noch ein bisschen Rohrzuckeraroma mehr da. Also es ist vielleicht eine 9 von 10, weil wir bei der Zubereitung ein bisschen verkackt haben, aber also wir hatten halt das Rezept, es war nur ein Screenshot von den Zutaten und nicht in welcher Reihenfolge man irgendwas wie mischt. So, vielleicht hätte da gestanden, dass man das erstmal irgendwie alles hacken und was weiß ich muss, ne? Ich finde es super. Das ist der wahre Mojito, nach dem wir gesucht haben. Genau. Ja, und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut jetzt gerne noch zu dem Glühweintest. Das war auch sehr, sehr cool. Und wir können sowas auf jeden Fall auch nochmal machen. Mit einem anderen Cocktail. Zum Beispiel Pina Colada. Da bin ich dabei. Da müssen wir nochmal durch die Läden streifen. Und dann, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show.